Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen, ihr Lieben. Ja, der Frühling ist da, und mit der neuen Jahreszeit stehen bestimmt auch gleich erstmal wieder ein paar einfache Reparaturen in unserem Dorf an. Die werden wir gleich erledigen. Dann werden wir uns natürlich ein bisschen weiter um unseren Palisadenzaun kümmern, so wie in jeder Folge ein Stück davon gebaut wird. Es fehlt aber auch nicht mehr viel. Guck mal, wie schön unsere Felder wieder aussehen hier. Das ist so herrlich. Es fehlt aber auch nicht mehr viel, denn ich war am letzten Wintertag nochmal ordentlich fleißig und habe ein großes Stück noch weitergebaut, wie ihr schon mal seht. Eigentlich fehlt nur noch eine ganz, ganz kleine Ecke. Und dann ist unser Palisadenzaun fertig und nämlich nur noch das Stück hier oben fehlt eigentlich. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar diese Folge fertig zu bauen, wenn ihr, wie ihr seht, nur noch dieses Stück hier. Das ist alles, was fehlt. Das kleine Stück hier oben, den Rest habe ich ganz fleißig schon aufgebaut. Und hier unten fehlt noch eine ganz kleine Ecke, genau hier. Na du, guckt der Hirschensdorf. Und ja, kümmern wir uns aber erstmal um unsere Reparaturen. Dann werden wir uns natürlich im Frühling auf den Weg machen nach Gostovia, wie immer, in unser gut bekanntes Nachbardorf. Steuern bezahlen, das machen wir auch gleich. Und ordentlich was verkaufen steht an. Und dann ordentlich, ordentlich und in großen Mengen Hopfen kaufen. Denn wir haben davon ja noch gar nichts oder nicht großartig. Und aber dafür die ganzen Felder schon vorbereitet. Und das heißt, wir brauchen viel, 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 viel Geld. Zum einen müssen wir halt Steuern bezahlen, zum anderen müssen wir ganz viel Hopfen einkaufen. Das heißt, es geht nach Gostovia. Wir werden alle Händler dort pleite machen, auch alle Händler gegenüber im Büro, wo am besten noch mit unserem ganzen Saatgut, wenn denn gleich unsere Frühlingsernte hier eingefahren wird. Und dann kaufen wir ganz viel Hopfen und kümmern uns erstmal um unsere Hopfenfelder. Mal gucken, ob wir auch irgendwo noch ein Stück Zaun weiter aufbauen können. Jetzt bin ich doch schon wieder am Palisadenzaun statt bei den Reparaturen, aber die Reihenfolge ist ja auch egal jetzt. Ob wir erst reparieren oder erst ein Stück vom Palisadenzaun aufbauen, ist ja egal. Ich hatte doch wie immer zwei Bauer in meiner Tasche, aber einer ist schon wieder kaputt. Mittlerweile, nach dem ganzen Palisadenzaun bauen, wie ihr seht, sind aber die Rundhölzer echt knapp geworden jetzt. Ne, müssen wir mal gucken, dass wir unsere Holzfäller, glaube ich, mal kurzfristig schwerpunktmäßig total auf Rundhölzer. Ja, wir werden den Palisadenzaun aus Rundholzmangel gar nicht fertig bauen können, sehe ich gerade. Didi. Habe ich jetzt zwei Bauherren mitgenommen? Ja. Warum bin ich so schwer beladen? Oh, weil wir 42 Hölzer mit uns rumschleppen. Deshalb. Halt, das waren zwei zu viel. Ich wollte doch nur sechs wegtun. Dit. Oder wollen wir mal gucken, ob wir uns auf den Weg schon machen, auch zu Sambor. Ich glaube aber noch nicht, zum Jäger. Ich glaube, wir kümmern uns diese Folge erstmal nochmal wieder um unser Dorf und um unsere Felder. Auf jeden Fall um die Reparaturen gleich. Das Stück Palisadenzaun, wie gesagt, das hier unten ist ja jetzt gleich fertig. Vielleicht müssen wir ein paar Bäume noch fällen. Ganz entspannt und gemütlich. Ja, es kam jetzt auch ein paar Tage keine Folge, wie gesagt, weil ich offscreen das hier noch ein bisschen vorbereitet habe. Und weil auch in letzter Zeit die Zeit ein bisschen knapp zum Aufnehmen geworden ist. Deswegen kamen allgemein nicht so viele Folgen auf Phasmophobia. Nicht auf dem Flight Simulator-Kanal sollte auch schon längst zwei weitere Flüge schon längst dazugekommen sein. Ja, ist alles schwierig. Twitch sollte schon längst gestartet sein. Aber es ist unglaublich schwer, es alles irgendwie zu managen tatsächlich. Weil das, wie gesagt, wenn man das Video guckt, sieht das dann immer so. Man sieht nur so ein 20 Minuten, 30 Minuten Video, denkt auch, naja. Aber dass dann da doch eher dann hinter dem 30-Minuten-Video schon mal 2,5 Stunden Arbeit gesteckt haben, das sieht man nicht. Dann, ne, das ist schwierig. Und dann mache ich ja mehrere Let's Plays täglich. Das ist also, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich bin im Schnitt 7 bis 9 Stunden jeden Tag damit beschäftigt. Das ist also Vollzeit irgendwie. Und ja, und das schon ohne noch irgendwas drumherum. Also es ist schon, ne. Und manchmal ist die Energie auch tatsächlich nach der langen Zeit jetzt schon mal kurz ein wenig knapp geworden zwischendurch. Muss ich auch mal sagen. Ich mache also jetzt seit über einem Jahr. Und zwar ohne Pause. Habe ich auch schon mal, Leute. Den müssen wir gucken. Ich mache das 7 Tage die Woche jetzt seit Januar 2020. 7 Tage die Woche, 70 Videos jeden Monat. Manchmal auch 90 Videos im Monat. Es gab eigentlich nicht einen Tag. Ich glaube, es gab doch ein einziges Mal, gab es, glaube ich, einen Super-GAU-Tag, wo es kein einziges Video gab. Ansonsten gibt es eigentlich täglich zwei, oft sogar vier Videos gab es täglich. Das machen andere YouTuber nicht mal in der Woche, 4 Videos. Aber es wird sich auch wieder einpegeln, Leute. Ich merke schon mal, Energiepegel geht auch wieder nach oben. Das wird schon besser. Kriegen das schon wieder hin dann.
Freie Tage gibt es sowieso nicht, die habe ich mir gestrichen. Sowas machen wir nicht. Es gibt immer jeden Tag Videos, Videos, Videos. Didim. So, jetzt haben wir alle Rundhölzer verbraucht hier. Dann können wir keine mehr zum Reparieren gleich über. Aber dafür ist das hier unten jetzt auch alles fertig, Leute. Es fehlt nur das kleine Stück da oben am, über dem. Also, naja, so klein ist es auch nicht, aber das Stück über dem Feld nur noch. Didim, didim, didim. Da müssen wir mal gucken. Wir wollten ja auch einen zweiten Stall, ne, für den Esel. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Stall für Esel. Na? Ihr sollt aber außerhalb des Zauns eigentlich bleiben. Dafür ist er da. Aber noch ist er ja nicht fertig. Aber dann bleibt ihr außerhalb des Zauns, bitte. Obwohl, Hirsche geht ja noch. Wildschweine auf jeden Fall außerhalb des Zauns. Guck mal, Leute, jetzt fällt mal noch ein bisschen was hier. Wobei, das sind unsere Holzfäller, sind hier auch unterwegs. Nicht, dass wir denen die ganzen Bäume wegfällen. Aber wir brauchen ein bisschen Holz. Wir haben auch keins mehr in der. Wir müssen, apropos, wir stellen die auch gleich mal um. Wir stellen die auch gleich mal um, unsere guten Holzfäller. So, ihr macht mal im Moment kein Brennholz mehr und überhaupt keine Bretter. Dafür mehr hiervon. So, 65% Rundholz. Das sieht doch ganz gut aus. Dass da wieder ein bisschen was reinkommt. Und eigentlich würde ich auch gerne mal anfangen, dass wir selber mal ein bisschen was von unseren Obstsäften mal herstellen und gucken. Aber wir können nicht alles noch einmal schaffen. Erst bei der Reihe nach. Erst mal Palisadenzaun, dann Steuern bezahlen, Hopfenfelder machen. Und genau, Dorfreparaturen. Da quietscht der Fuchs. Hier hinten habe ich auch schon mal einen Weg angelegt, dass wir einmal hinter den Feldern auch rumgehen können hier. Einmal am Palisadenzaun quasi lang, führt uns hier so ein Weg. Der geht dann auch da hinten noch weiter rum. Soll dann da hinten noch weiter rumgehen. Up. Da, hallo? Naja, muss auch mal sein wieder hier ein bisschen. Ne? Wir müssen, wie gesagt, es muss fertig werden, unser Palisadenzaun. Das heißt, muss, soll fertig werden. Möchte die gerne fertig haben. Haust du da jetzt wohl drauf? Uff. Und ich möchte natürlich unsere Hopfenfelder unbedingt anlegen. Wobei es wird so unfassbar teuer, das zu kaufen, so viel Hopfen. Wir haben so viele große Felder gemacht. Und Obstfelder haben wir ja auch noch, Obstgärten, wo wir auch noch was anpflanzen können. Ja, naja. Wie viel Steuern müssen wir denn zahlen? 4037. Tatsächlich. Es wird sogar, ist sogar nochmal irgendwie gefühlt weniger geworden. Ein bisschen, obwohl wir noch was dazu gebaut haben. Unser Steuerskill macht sich bezahlt. Hallo? Fuchs! Noch einer mehr. Ja, für den restlichen Zaun müssen wir jetzt tatsächlich hier, ne, mal gucken. Vielleicht bauen wir ihn dann deswegen jetzt auch nicht fertig, weil wir das restliche Holz jetzt alles selber fällen müssen. Vielleicht warten wir auch noch ein, zwei Tage. Liegen da jetzt. Ich dachte, da liegen da jetzt doch wieder Federn rum. Nee, ist ein Stein. So, leicht überbeladen. Auf geht's. Aber wirklich, wir haben es fast geschafft, Leute, ne? So ein riesiges Stück, so ein riesiges Dorf eingezäunt. Sogar alle unsere Felder mit eingezäunt. So soll's sein. So. Fuchs, bleib ruhig. Ah, das schaffen wir jetzt auch noch. Komm, das machen wir jetzt noch fertig. Geschafft ist geschafft. Dö. Hauptsache nicht ins Wildschwein stolpern, wie das schon gesagt hat. Wir sind wieder unbewaffnet unterwegs hier oben. Eigentlich nicht so gut, hier wieder zum Holzfällen unbewaffnet rumzulaufen. Aber einem Wildschwein kann man zur Not noch entkommen. Nicht so wie einem Wolf. Das müssen, wir müssen jetzt mindestens noch mehr als 10 Bäume hier fällen. Jetzt bin ich schon wieder unschlüssig, ob wir das. Ah, ja, jetzt haben wir angefangen. Komm, was soll's.
Gemütlich ein bisschen am Dorf werkeln, ein bisschen Holz fällen, haben wir so lange nicht gemacht. Das gehört auch mit dazu. So. Nix da. Und wir haben einen langen Frühlingstag. Frühlingstage sind die allerlängsten Tage. Die Sommertage sind natürlich noch ein bisschen länger dann. Aber da haben wir schon Zeit. Ist irgendwas gerade bis nach da hinten gefunden? What? How? Wie ist der? Wie, was? Wie, warum? Wo? Wie, was? Wie kommst du hier hin? Jäger, kümmert euch um den Wolf. Müssen wir nach Hause laufen? Die Ausdauer ist gleich alle. Der kommt auch mit ins Haus rein, glaube ich sogar. Müssen wir uns unsere Armbrust aus der Kiste schnappen? Au, du Vieh! Oh Gott. Ha! Zaun. Zaun. Oh Gott, ist der schnell. Autsch! Wir sind tot. Oh, es ist Pause, während wir hier was rausnehmen. Wo sind die Eisenbolzen? Wo sind die Eisenbolzen? Da. Oh Gott. Breitwegrig. Und laufen. Einmal beim Zaun gesprungen. Inventar auf. Breitwegrig essen. Okay, Armbrust auf die drei. Oh Gott, da ist ein Wolf. Und der will ja auch nur uns jetzt. Nur uns will er. Wo ist die blöde Armbrust? Wo sind die Pfeile? Ich habe die Pfeile nicht eingesteckt. Ich habe die nicht auf den Rücken gepackt. Eisenbolzen. Jetzt haut er ab. Jetzt, wo er unsere Armbrust gesehen hat, ne? Du Mistviech. Oh Mann. Oh Mann. Unerwartete Dramatik. Alles klar. Nie wieder unbewaffnet. Nie wieder unbewaffnet Holz fällen. Das war das letzte Mal. Ich spreche es noch an. Und da taucht der Wolf auf. Aber stimmt, hier manchmal an diesem Flusslauf, ne? Hier hoch. Da sind ja auch manchmal welche. Da war jetzt auch einer. Okay, sehr gefährlich. Kurzfristig sehr gefährlich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war knapp. Oh, zum Glück ist das, geht das Spiel ins Pause, wenn man ins Menü geht. Ich dachte, wenn wir in der Kiste stehen, werden wir gefressen. Während wir die Sachen da rausholen. Das ist natürlich, Gott sei Dank. Das wäre sonst jetzt böse, böse, böse ausgegangen. Direkt im eigenen Dorf, im eigenen Haus vom Wolf gefressen. Oh wei, oh wei, oh wei. Unerwartete Dramatik beim friedlichen Holzfällen und Palisadenzaun bauen. Da sieht man aber schon, wir brauchen noch einen Palisadenzaun hier oben. Wölfe sind gar nicht so weit weg von unserem Dorf. Weil wir uns in unserem Dorf so weit ausgebreitet haben. Lass mal gleich schon mal hier die Umgebung überprüfen. Da flitzt nur ein Hase. Da waren wir eben. Da hinten ist das Rundholz hingeflogen. Genau, hier ist uns da eben gerade. Genau, hier. Hier. Stand da gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gut. Glück haben wir das überstanden. Glück war die Ausdauer gerade noch voll. Wenn ich jetzt mit der Ausdauer, wie wir jetzt hier, wenn die schon halb runter gewesen wäre, hätten wir es nicht geschafft, den bis zu unserem Haus wegzulaufen. Und so, die können sie nicht überzäunen. Aber wie schnell die auch ums Haus rumgeflitzt kam. Und schon auf der anderen Seite plötzlich war. Dachte, der braucht ein bisschen länger, um da rumzukommen. Aber nix. Schon ist er da gewesen. Ah, herrlich. Schöne Sache. Wir haben es überlebt. So, weiter geht's. Na, fall um. Müssen fertig werden. Di-di-di. Weil unsere Holzfäller bringen ja jetzt auch gerade schon ein bisschen Holz wieder mit rein, ne? Ganz bisschen. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Rundhölzer, um die Reparaturen uns leisten zu können in unserem Dorf, denke ich. So viele Sachen werden ja hoffentlich nicht kaputt sein. Bist du nicht umgefallen? Nicht so richtig. Du-dum-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü.
Da ein Teil der Felder sieht man schon, da vorne waren sie schon überall fleißig. Hier steht noch ein bisschen was. Und das letzte Stück. Da, 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 da. Ah, ich muss aber, ich soll ja nicht so viel mitsingen und summen, die Melodien, hat mal irgendwer geschrieben. Aber es geht nicht anders. Ich kann das sowieso nicht abstellen, Leute. Das wäre, also wer sich da super dran stört, tut mir leid. Geht nicht anders. Mach ich im Wahlheim auch immer und überhaupt. Weil es macht gute Laune, ne? Bin der Mensch, der Typ Mensch, der auf der Arbeit pfeifend rumläuft. Hau drauf! Ich glaube, wir werden trotzdem ganz kleines Stück von unserem Palisadenzaun noch ungebaut lassen müssen. Weil ich habe das Gefühl, es ist doch schon wieder nachmittags. Oh ja, es ist auch schon wieder nachmittags. Dass wir noch alle Händler erwischt kriegen, bevor die nachher ins Bett gehen. Oh Gott! Ist geladen? Nee. Die haben Angst vor der Armbrust. Oder wie? Wieso drehen die ab, wenn wir die Armbrust sehen? Puh, beinahe noch einer. Böse, böse Wolfsüberraschung hier auf der Jagd. Soll ich mal einen Screenshot machen von der bösen Wolfsüberraschung? So. Und hat wieder einen Blender, aber wir wollen sehen. Noch einer hier oben. Aber stimmt, wie gesagt, hier ein Stück weiter rauf am Fluss, da gibt's auch, sind auch immer einige unterwegs gewesen sogar. Da haben wir am Anfang ja sogar manchmal unser Wolfsjagdgebiet gehabt. Ein Stück hier rauf. So, wie viel Rundholz haben wir denn jetzt wieder dabei? 9 Stück. So, ich würde sagen, das ist jetzt aber das letzte Stück. Dann gehen wir mal runter ins Dorf, gucken, dass wir uns die Reparaturen anschauen, was alles kaputt ist. Zumindest, dass wir alle Wohnhäuser immer schnell reparieren. Sonst kriegen die Leute schlechte Laune. Mit einem Loch im Dach. So, jetzt fehlt aber wirklich noch. Was fehlt denn jetzt hier noch? Wenn wir jetzt noch 3 Stück fertig bauen, die 2 können wir noch fertig bauen. Vierundzwanzig noch. Beziehungsweise noch mal weniger. 19 jetzt noch, ne? Oder? 19, das brauchen wir jetzt. Mal gucken, wie viel Rundholz wir hier im Lager haben. Hallo, ihr lieben Leute von unserem Dorf. Zeig mal her. 69 schon wieder. Guckt mal. 19 Stück müsste jetzt hinkommen, ne? Dann haben wir es doch geschafft, Leute. Palisadenzaun steht. Wie gut. Das größte Bauprojekt ist abgeschlossen. Das hat jetzt auch wirklich lange gedauert, ne? Wie viele Folgen? Und eigentlich habe ich aber zwischendurch auch überlegt gehabt, ob wir das nochmal mit einer Steinmauer dann noch rundherum einer mal noch verstärken. Aber ich glaube, ja, ist ja gut. Das reicht auch so. Und hier oben haben wir jetzt doch noch ein bisschen Platz zum Palisadenzaun. Wir könnten noch ein paar mehr Felder anlegen. Aber das wäre also jetzt keine Hopfenfelder hier oben. Aber hier oben könnte man noch ein paar mehr normale Felder anlegen. Vielleicht... Oh, ich habe mich nee, doch nicht. Geschafft! Vielleicht noch ein bisschen Hafer und Roggen. Für mehr Tierfutterproduktion. Für dass wir noch mehr Tierfutter herstellen können. Das wäre eine gute Sache. Ich glaube, wir machen hier oben noch eine Reihe Felder. Passt hier noch hinter, sage ich. Aber super, unser Palisadenzaun steht.
Ist aber doch schon wieder später Nachmittag geworden. Aber dafür passt das soweit jetzt alles. Okay, ab ans Ressourcenlager. Einmal kurz ein bisschen Rundholz, ein bisschen Bretter, ein bisschen Stroh und ein paar Stöcke. Und einmal durchs Dorf geflitzt. So, Federn können hier rein. Stöcke können wir in der Tasche behalten. Das kommt zurück, das kommt woanders rein. Ein paar Bretter. Sagen wir mal so 15 Stück. 10 Rundhölzer noch. Und etwas Stroh. Na, so viel dann doch nicht. So viel brauchen wir auch gar nicht. Dam, da, da, dam. Das reicht auch. Und Reparatur. So, hier geht's doch schon los. Na, vor allem die Wohnhäuser. Müssen wir mal gucken, dass die Wohnhäuser alle repariert sind. Falls da eins kaputt ist. Hier unten sieht das alles gut aus. Da auch. Oh, da hinten. Da ist was kaputt. Ah, das ist der Stall. Ah, die sind immer kaputt. Alles, was aus Flechtwänden ist, geht natürlich am einfachsten kaputt hier. Deswegen gehen die Tierställe auch so leicht kaputt. Auch die Fischerhütten waren immer schnell kaputt. Auch mit den Strohdächern. Alles geht schneller kaputt hier. So, ab in die Scheune. Da haben wir jetzt auch die Scheune Level 3. Wir müssen eigentlich unsere Scheune Level 2 mal durch die Scheune Level 3 ersetzen. Das können wir aber nur nachts machen. Wenn gerade nicht gearbeitet. Wenn alle schön im Bett liegen, dann können wir die Scheune abreißen und in der Nacht die Scheune Level 3 neu aufbauen. So, das sieht auch schon soweit. Da ist mich doch mal hier raus. Irgendwo haben wir doch hier auch einen Eingang. Hier. Scheint diesmal nicht so viel kaputt zu sein wie sonst. Sonst sind eigentlich immer mehr Gebäude kaputt. Nee, sieht alles gut aus. Gucken wir nochmal ganz kurz ins Management. So, Gewinnung hat keinen Arbeiter. Ah, ein Stall ist noch beschädigt. Und der Speicher vorne vor Gostovia. Okay, ein Stall ist noch beschädigt. Hier haben wir Kühe. In Ordnung. Hühner. In Ordnung. Ach, der Pferdestall. Der Pferdestall könnte beschädigt sein. Der steht ja hier drüben. Ja, ist der Pferdestall. Nadu, geht's dir gut? Unser frisch gekaufter Esel. Ja, ein zweiter Pferdestall muss ja auch her. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Hier unten auf jeden Fall nicht. Hier kommt ein Zaun hin, sieht man schon. Hier vor unsere Felder mit einem kleinen Eingang. Hier unten sieht man ja schon unseren Obstgarten hinterm Haus. Guck mal hier, wie schön schon wieder. Herrlich. Okay, alles klar. Hier haben wir also auch noch ein bisschen was zu bauen. Das heißt, Reparaturen im Dorf sind abgeschlossen. Sehr schön, das war's für die Frühlingsreparaturen. Jetzt ist es doch schon wieder ganz schön dunkel hier. Rundholz weg, Pelz hier rein, Stöcke, Stroh und Bretter. Fleisch kommt ins Lebensmittellager rüber. Der Rest hier sieht gut aus. Wir nehmen mit zum Verkaufen auf jeden Fall Federn. ...667 Stück nehmen wir mit. Das ist gut. Fliegen schon wieder die Flachshalme im Rohstofflager rum. Obwohl, die gehören ja hier rein. Ne? Flachshalme gehören ja hier rein, ist ja richtig. Das nehmen wir mit. Den Rest holen wir aus der Scheune. So. Fleisch hier rein. Ab zur Scheune. Wahrscheinlich haben sie die Hälfte eh wieder ins Lebensmittellager geschmissen. Ne? Ihr Schweinchen, ab nach Hause. So, zeigt mal her. Wie sieht denn das hier aus? Das ganze Saatgut und alles wahrscheinlich wieder woanders versteckt. Ne, hier ist nämlich nichts Neues dazugekommen. Da hast du schon wieder alles hier reingeschmissen, ne? Wie immer. Zeig mal her. Wir müssen doch hier auch mal ein paar Eintöpfe loswerden. Gesalzenen Fisch müssen wir auch immer noch verkaufen, was wir da alles zu verkaufen haben. So.
Roggenkorn haben wir hier doch schon mal. Und den Roggen. Und wo ist der Rest? Wo ist der ganze Weizen? Oder ist der Weizen noch gar nicht... Achso, der Weizen ist, glaube ich, noch gar nicht fertig. Oder Schweinchen? Nee, der Weizen ist noch gar nicht fertig. Und das Flachs ist auch erst im Sommer dann fertig. Na gut, dann hatten wir jetzt nur die Roggenernte. Da müssen wir mal gucken. Dann haben wir gar nicht so viel zu verkaufen. Verkaufen wir Haferkorn 133. Nochmal. Kommt ja auch dann im Sommer jetzt die nächste Ernte rein. Und Roggenkorn 285. Okay. Leinsamen können wir auch noch mal ruhig 77 mitnehmen. So. Das passt soweit. So, wie viel Hopfen haben wir denn? 13 Hopfen Sämlinge haben wir. Okay, wir brauchen mindestens das Doppelte. Wenn nicht sogar das Dreifache. Wir müssen schnell was trinken gehen. Jetzt ist es doch schon wieder abends geworden. Ja. Die Zeit rennt uns davon. Vorsicht, bitte, wir müssen hier mal durch. Aber dafür ist unser Dorf auch, unsere Kleinstadt auch richtig schön geworden jetzt schon. So, das. Dann einmal schnell unser Pferd gesattelt. Diesmal wieder das Richtige mit den Hufeisen. Das andere hat nämlich noch keine Hufeisen, noch nicht drauf. Obwohl wir eigentlich noch Hufeisen haben, müsste ich nur mal schnell drauf machen. Aber egal, wir packen erstmal unser erstes Pferd wieder. Nehmen wir wieder mit. So. Entschuldigung, dass ich dich nochmal aufwecken muss. Es tut mir echt leid. Aber wir müssen nochmal gerade kurz los. Ah, guck mal, die legen sich schon hin. Der Esel schnarcht da auch schon vor sich hin. So, auf geht's. Einmal nach Kostovia, einmal die ungeliebten Steuern gezahlt und ganz viel Hopfensaatgut gekauft. Guck mal, jetzt, wenn man hier schon reinkommt, wenn man sich vorstellt, hier drüben dann, hier sind ja dann unsere Hopfenfelder, wenn das hier dann alles blüht. Hier vorne dann noch Zäune stehen, hier drüben auch noch ein bisschen. Dann wird das richtig gut. Dann kommen natürlich noch Laternen dahin. Muss auch noch ein bisschen abwarten. Jetzt muss da mal ordentlich Wolle reinkommen. Vielleicht lasse ich auch wieder zwei den Frühling, vielleicht lasse ich die restlichen Frühlingstage dann auch wieder offscreen noch verstreichen, sodass wir dann erstmal noch ein paar Ressourcen wieder reinbekommen. Weil Wolle jetzt ja gar keine mehr da ist und keine Wollfäden, da können wir keine Straßenlaternen aufstellen sonst. Deswegen muss unsere Näherei ist ja jetzt umgestellt, dass die keinen Wollstoff mehr herstellen, sondern nur noch die Wollfäden erstmal. Guck mal, hält aber schon wie viel länger das durchhält, ne, mit den Hufeisen. Mit der Ausdauer. So, guten Abend, Kostovia. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät hier. Ich hoffe, die Händler sind alle noch wach. Sieht aber gut aus. Da sitzen sie, glaube ich, alle noch in der Taverne sogar. Stopp! So. Edwin, dich haben wir gesucht. Zeig mir deine Waren, Edwin. Wir brauchen Hopfensämlinge. Er hat 15 Stück. Die müssen wir eigentlich alle kaufen. Fast 5000. Egal, wir kaufen die jetzt alle. Und dann kann er uns ja dafür ganz viel Federn abkaufen. Und der kann wahrscheinlich jetzt alles kaufen, sogar schon gleich. Wegen, wir machen drei Dörfer erstmal pleite. Nicht, wenn wir teure Hopfensämlinge kaufen. So, okay, trotzdem gut. Wir haben jetzt 15 Stück noch dazu. Das ist schon nicht schlecht. Und wo ist. Achso, müssen wir erstmal anwählen. Uligost Story, nee, Steuern zahlen. Unigost, da kommt er schon gelaufen, pünktlich. Er hat es gerochen, dass wir hier sind. Ne, er riecht das Geld. Hallo, bist du gekommen, deine Steuern zu zahlen? Ja, bitteschön. Das sollte wie immer alles abdenken. Herrlich! Ja, absolut herrlich. Für dich immer herrlich. Steuern gezahlt. Fantastisch. Und 15 Mal Hopfensaatgut. Okay, auf geht's. Zurück nach Hause. Ab ins Bett. Hopfenfelder anlegen. Das machen wir aber dann in den nächsten Folgen. Beziehungsweise vielleicht lasse ich die zwei Frühlingstage auch noch offscreen verstreichen. Wie gesagt, dann können wir im Sommer weitermachen. Dann hat der Hopfen auch schon ein bisschen, ist der Hopfen schon ein bisschen gewachsen. Und wir haben Wolle reinbekommen, dass wir dann weitermachen können am Dorf mit Straßenlaternen und den Zäunen, die noch fehlen.
und dem ganzen kleinen bisschen Deko innen drinne so, dass das alles fertig wird rund um die Hopfenfelder. Ich würde sagen, so machen wir das und kommen wie immer zum Abend der von Ihnen hier Medieval Dynasty, zum Ende dieser Folge, liebe Leute. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, ein Kommentar, ein Daumen, freut mich nochmal riesig, wenn ihr zu gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte sehen wollt. Lasst ein Abo da, da würde ich mich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.